Was geht ab, Schildkrötengang? Ich warne euch, like das Video oder ich knall euch ab mit meinem neuen Blastergewehr. Schaut euch das mal an. Das ist einfach meine neue Wasserpistole. Was geht ab, Schildkrötengang? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute spielen ich und Uzi Wähle die richtige Rutsche. Wir müssen das wählen, wo wir denken, was die meisten Leute machen und was wir auch machen, oder nicht, Uzi? Oh ja, ganz genau. Und was denkst du beim ersten? Also du musst erstmal den Zuschauern ja erklären, was du Oh ja, ganz genau. Also Leute, bessere Form der Kommunikation. Was benutzen die Leute öfter? Entweder einen Telefonanruf oder eine SMS schreiben. Ich sag dir ehrlich, Uzi, ich habe noch nie in meinem Leben eine SMS geschrieben. Wenn, dann WhatsApp, oder nicht? Oh ja, ganz genau. Aber WhatsApp ist gar keine SMS. Ganz genau, Uzi. Das meine ich ja auch. Na gut, Schildkrötengang. Ich würde sagen, wir nehmen auf jeden Fall den Telefonanruf. Let's go. Wow. Let's go. Und oh ja, wir hatten recht. 10 Millionen Leute stimmen uns zu. Okay, Uzi, wir müssen direkt einmal zur nächsten Rutsche gehen. Alter, die haben aber geprankt. Nothing here. Das heißt, da ist nichts, Leute. Hier vorne ist die nächste Rutsche. So, einmal drüber springen, Uzi, nicht auf das blaue Pupsi hier kommen, auf das schwarze Pupsi. Oh Mann, Uzi, das kannst du nicht sagen. Na gut, Uzi, die nächste Frage ist, was würdest du bevorzugen? Küsse einen Frosch oder umarme eine Schlange? Ronaldo! Oh, sui, was geht ab, Ronaldo? Aber hey, Uzi, Leute, ich würde sagen, lass alle Like und Abo da. Wir fangen direkt an, let's go. Also, Uzi, was würdest du nehmen? Entweder einen Frosch küssen oder eine Schlange umarmen? Eine Schlange umarmen, weil Schlangen sind voll süß und harmlos. Warte mal, was? Alter, Uzi, die sind richtig giftig. Sind. Nein, nein, nein. Ich würde, Alter, Uzi, was redest du bitte? Ich würde auf jeden Fall einen Frosch lieber küssen. Ach, nur weil er grün ist. 2, 1, und boom. 10 Millionen Leute haben das gleiche wie ich genommen. Uzi, du hast einfach umarme eine Schlange genommen, nicht wahr? Oh Mann, ja, ich wurde gerade einfach kurz ins Grab geschickt. Dein Ernst? Ja, Uzi, du musst immer den richtigen Weg gehen. Let's go, lass einmal direkt weitergehen. Okay, jetzt bin ich aber mal richtig gespannt. In welchem Haus würdest du lieber leben? Entweder in einem Baumhaus oder Antwort B in einer Höhle. Hm, Uzi, was würdest du bevorzugen? In einem Baumhaus. Warte mal, in einem Baumhaus. Oh ja, ich denke auch, weil in einer Höhle ist es richtig kalt, Uzi. Oh ja, da ist auch richtig kalt in einer Höhle, Leute. Und da sind auch Tiere drin. Und in einem Baumhaus ist man so weit oben und es ist schön. Man hat schöne Luft und man hat sogar so ein cooles Ding. Ja, also, ja, ich würd, man kann, also, man kann Uzi, einfach ich sag dir ganz ehrlich, Uzi, ich sag dir ganz ehrlich, im Baumhaus ist auf jeden Fall viel, viel cooler. Wo bist du eigentlich? Ah, da bist du ja. Na los, komm schon rein. Also ich gehe auf jeden Fall in den Baumhaus rein. Und du? Ich auf jeden Fall in die Höhle. Warte mal in die Höhle. Alter, Uzi, komm mal lieber in den Baumhaus rein. Let's go, Schildkrötengang. Und oh, 13 Millionen Leute. Alter, 2 Millionen Leute wollen einfach in der Höhle leben. Let's go. Okay, müssen hier einmal dran vorbei rein. Uzi, ja, nicht ins Pups reinlaufen. Ja, das ist stinkig und echt sehr, sehr giftig. So, warte, müssen mal, einmal hier vorne lang. Von wem ist das Pups überhaupt? Von Billy, Junge. Deswegen tritt er auf gar keinen Fall rein. Oh, schau mal, hier vorne geht's direkt weiter. Okay, welches hättest du lieber? Entweder einen zusätzlichen Finger oder eine zusätzliche Zehe. Hm, Uzi, was sagst du, Bro? Einen zusätzlichen Zeh, weil das wäre dann richtig nützlich. Oh ja, du hast recht. Beim Schwimmen könnte man dann schneller schwimmen, oder nicht? Hm, ich würde sagen, das würde ich auch nehmen, ja, Leute. Let's go. Und das würde man auch nicht so krass bemerken. 3, 2, 1, let's go. Und oh nein, Uzi, ich glaube, das war der falsche Weg. Ich habe meine Waffe dabei. Lass mich in Frieden. Oh, schau mal. Hier ist Red Light, Green Light. Oha. Uzi, ich spiele einfach Green Light und Red Light und ich wurde einfach ins Grab geschickt. Oh Mann, das kannst du nicht sagen. Okay, komm, Uzi, ich würde sagen, die meisten nehmen also anscheinend, ne, Leute, ihr könnt ja gerne mal in den Kommentaren mit abstimmen, was ihr nehmen würdet, aber die meisten wollen anscheinend einen zusätzlichen Finger haben, ne? Oh ja, aber warum denn bitte? Dann sieht das doch richtig komisch aus. Oh ja, ich weiß es auch nicht, aber naja, ich würde sagen, lass da einmal direkt rangehen, wuhu, aber so ein zusätzlicher Finger wäre auch schon irgendwo cool, Junge, ganz ehrlich. 11 Millionen! Oh, schau mal, 11 Millionen Leute, let's go. Okay, ich würde sagen, weiter geht's direkt. Nein, 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 das brauchen die nicht. Uzi, lass direkt einmal weiterlaufen. Hier vorne geht's nämlich weiter. Also, was kam zuerst, das Huhn oder das Ei? Was sagst du, Uzi? Ich glaube, das Huhn kam nicht zuerst, sondern das Ei kam zuerst. Also, weil das Ei, Uzi, ich denke, das Huhn kam zuerst, weil das Huhn muss ja erstmal... Nein, 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 warte. Uzi, das Huhn muss ja erstmal erstellt werden von Gott, Alter, damit danach... Nein, 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 Uzi, das macht gar keinen Sinn. Zuerst kommt das Huhn, Leute, und danach kommt das Ei, verstehst du? Das macht viel mehr Sinn. Nein. Aber vom Ei. Denkst du echt? Ich würde sagen, ich nehme zuerst das Huhn. Let's go. Komm direkt rein einmal hier. Bam, bam, bam. Und es war falsch. Was? Das Ei kam zuerst? Was? Okay. Ich aber Leute, gesagt. Das ist ja auch nicht das 100% Richtige hier, sondern das ich ist ja eigentlich nur gesagt. Das. Nein, nein, nein. Ich Uzi, das ist, McDonald's mit Uzi, das ist ja eigentlich nur das, was die meisten Leute nehmen. Das heißt, die meisten Leute denken, dass das Huhn, also dass das Ei zuerst kam. Ich sag dir ganz ehrlich, ich denke, das Huhn kam zuerst. Keine Ahnung, warum. Macht für mich mehr Sinn. Okay, ich würde sagen, Leute, wir gehen direkt ins
Ei rein. Mal schauen, wie viele Leute das Ei richtig nehmen. Wuhu, Ussi, let's go. Ah. Und okay, 9 Millionen Leute sagen das Ei und 5, 6 Millionen sagen das Huhn. Okay, mal schauen. Warte mal, was will ich hier? Ich weiß, wir müssen da reinspringen. Let's go. Ah, hier vorne geht es direkt weiter. Okay, einmal über das Pups hier springen. Bam, 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 perfekt. Oh, schau dir das mal an. Alter, da waren wir vorne drin, ne? Da waren wir vorne. Weißt du noch, bei Cristiano Ronaldo? Oh ja, ganz genau, Sui. Okay, also Ussi, was isst du lieber? Taco Bell oder Chipotle? Chipotle oder wie das heißt? Ey, Leute, Taco Bell, auf jeden Fall. Ussi, das ist ja irgendwas Amerikanisches, deswegen, ich weiß jetzt nicht genau, welches ich nehmen würde. Taco Bell war falsch. Taco Bell ist falsch, na gut. Dann gehe ich hier einmal rein, Leute. Let's go. Leute, das ist ja irgendwas Amerikanisches. Hä? Hey, du hast mich angelogen, dein Ernst? Alter, Junge, du bist so ein Ehrenloser. Was ist los mit dir? Ich dachte, wir sind Freunde, Bro. Oh Mann, Leute. Oh ja, ganz genau. Wo bin ich hier jetzt nur drinne? Hey, ganz ehrlich, ich knall den Klon einfach ab. Boom. Ich habe den Klon einfach abgeknallt. Let's go. Okay, Ussi, ganz ehrlich, ich werde mich jetzt gleich an dir rächen. Weißt du das eigentlich? Warte mal, was an mich rächen, Oban? Ich habe dir gar nichts angetan. Leute, die meisten in Amerika essen also anscheinend Taco Bell. Ich sage ehrlich, hier in Deutschland wäre das eher sowas wie zum Beispiel entweder Döner oder KFC oder sowas, ne? Oh ja, ganz genau. KFC Chicken Wing. Nein, nein, nein. Ich würde auf jeden Fall Döner nehmen. Let's go, das geht weitergehen. Okay, was macht mehr Spaß? Entweder Antwort A, Wasserrutsche oder Achterbahn. Also ich muss ehrlich sagen, also, für mich persönlich, Ussi, eine Wasserrutsche. Was sagst du? Also ich eigentlich auch Wasserrutsche, weil ich finde Achterbahnen nicht so cool. Weil doch, Achterbahn ist richtig cool. Das ist lupig, so, ne? Doch, 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 Achterbahn ist auch richtig cool. Aber das Ding ist, bei Wasserrutschen ist auch noch Wasser dabei. Du kannst danach noch schön schwimmen gehen. Ja, dann, und dann kannst du so richtig cool rutschen. Oh ja, ganz cool. Bei Achterbahn bist du nicht 200 Kilometer in die Luft, Alter. Oh ja, ganz cool. Da könnt ihr euch dann noch Pommes holen, Leute. Ich würde sagen, auf jeden Fall Wasserrutsche. Aber ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass Achterbahn. Okay, Leute, es ist ungefähr fast gleich, aber Wasserrutsche mögen ein paar Leute mehr. Na gut, Ussi, ich würde sagen, ich setze mich hier kurz hin und lass uns direkt weitergehen ins nächste Level. Oh yeah, mal schauen, mal schauen, mal schauen. Pfannkuchen oder Waffeln, was denkst du? Hm, also ich würde sagen, hier ist es schon ein bisschen schwieriger. Also ich muss ehrlich sagen, Waffeln sind richtig lecker, Leute, aber Pfannkuchen sind auch voll lecker. Oh Mann, ich würde sagen, oh, ich weiß es nicht. Waffeln oder Pfannkuchen? Ich würde sagen, Pfannkuchen mit Apfelmus sind schon sehr lecker. Obwohl, ne, ich nehme auch Waffeln, Leute, glaube ich, so mit Nutella und Puderzucker. Waffeln sind richtig. Junge, das ist falsch, Alter. Ussi, du kannst mich anlügen. Ich war hier schon drin, bevor du mich anlügen wolltest. Oh, Mann. Egal, warte mal. Ah, skippe die Toilette. Nein, 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 nein. Lass mich in Ruhe, du skippe die. Leute, wir haben den Skibidi abgeknallt. Okay, die meisten Kinder hier essen also anscheinend Pfannkuchen. Ich würde sagen, wir gehen mal direkt einmal rein und oh ja, ganz schön deutlich. Leute, mögt ihr Pfannkuchen mehr oder Waffeln? Schreibt mir unbedingt in die Kommentare rein. Das wäre echt richtig spannend. So, weiter geht's. Die nächste Frage ist Marvel oder DC? Also Ussi, wie gesagt, ich mag auf jeden Fall Marvel am allermeisten, aber ich finde DC auch cool, wegen den Teen Titans. Aber bei DC ist Batman. Oh ja, ich weiß ja schon. Und bei DC gibt es ja auch Teen Titans und zwar Beast Boy, Leute. Den finde ich auch voll cool. Aber ich würde trotzdem Marvel nehmen, einfach wegen Spider-Man, einfach wegen Hulk und so weiter. Deswegen, ich gehe auf jeden Fall Marvel rein. Ich auch, ich liebe Spider-Man. Mal schauen, Leute. Oh ja, 12 Millionen Leute sagen das gleiche wie wir. Das hätte mich aber auch nicht gewundert, weil ich glaube, Marvel ist ein bisschen beliebter sogar. Leute, ihr könnt mal reinschreiben. Leute, was würdet ihr eigentlich nehmen? Würdet ihr eher Marvel nehmen oder DC? Da bin ich echt mal richtig gespannt. Okay, weiter geht's. Ich glaube, ich würde AC nehmen. Ussi, was würdest du lieber sein? Jüngstes Geschwisterkind oder das älteste Geschwisterkind? Sei mal ganz ehrlich. Das Jüngste, weil es am besten ist. Warte mal, das Jüngste. Also ich sag dir ganz ehrlich, ich wäre am liebsten das Älteste, Leute, weil dann hat man einfach die Oberhand, Leute, und kann immer die Regeln entscheiden. Warte mal, was? Die meisten wollen das Jüngste sein? Oberhaupt. Oh ja, ganz genau, Leute. Das wäre doch voll cool. Nachher geht ja sieben spielen. Ganz so. Hä? Warte mal. Ich werde von einer Tasse angegriffen. Lass mich in Frieden, Junge. Nein, Tasse, bam, nimm das. Autsch. Oh Mann, die Tasse hat mich zerquetscht, Leute. Ussi, ich komme wieder. Die meisten wollen also lieber die Jüngeren sein. Hä? Ist doch viel cooler, der Ältere zu sein. Dann hat man immer, also dann kann man einfach alles entscheiden, oder nicht, Bro? Nein, das stimmt nicht. Die Jüngeren können alles entscheiden, in deren Leben. Stell dir mal vor, Ussi, du bist einfach so ein kleiner Junge, hast so einen großen Bruder und der nervt dich die ganze Zeit, dass du ihm helfen sollst und sowas bei der Arbeit. Also das wäre voll nervig, oder nicht? Deswegen muss man selbst der Große sein. Oh ja, ganz genau. Egal, Leute, ich würde sagen, weiter geht's direkt einmal hoch. Let's go. Und wir gehen einmal direkt ins nächste Level. So, oh, hier ja nicht runterfallen. Let's go, das machen wir ganz souverän. Die Aufwand ist sogar gruseliger als das. Okay, der bessere Superheld. Iron Man oder Spider-Man. Ich würde sagen, Iron Man wurde leider ins Grab geschickt. Kleiner Spoiler hier, Leute. Ich würde sagen, wir nehmen auf jeden Fall Spider-Man, oder? Was sagst du? Du hast mich gespoilert.
Usti, Alter, das weiß man schon seit 4 Jahren. Let's go, auf geht's in Spider-Man rein und... Oh, die meisten nehmen tatsächlich Spider-Man. Naja, der arme Iron Man, Alter. Eiserner Mann. Oh ja, ganz genau. Okay, ich würde sagen, lass uns mal hier direkt einmal hingehen in diese Richtung, nicht wahr, Usti? Warte mal, Usti, lauf mal du vor, ja? Bam, nimm das, Alter, ich hab eine Waffe dabei. Zock, 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 zock. Let's go, Usti. Bom, 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 bom. Oh yeah. Okay, Usti, komm mal direkt mit. Nein, du hast mich ins Grab geschickt. Ey, Usti, komm mal direkt mit, hier sind Laser. Und jetzt müssen wir hier, warte mal. Ah, hier ist noch etwas, was ist beängstigender? Spinne oder Schlangen? Also, ich sage euch ganz ehrlich, Schildkrötengang, ich habe eine richtige Phobie gegen Spinnen, ja. Ich habe so Angst vor diesen Dingern, wenn die einfach krabbeln, Leute, und irgendwann in der Nacht auf euer Gesicht reinkrabbeln und dann in euer Mund rein. Oh, das wäre so gruselig. Aber ich glaube, eine Schlange... Und dann in euer PC rein. Usti, ich glaube, eine Schlange wäre noch gruseliger. Stell dir mal vor, das ist auf Toilette und dann kommt einfach eine Schlange raus, Junge. Ja, oder Skippy die Toilette. Ey, Alter, Skippy die Toilette. Ey, Usti, was ist denn los mit dir? Auf geht's bei Schlangen rein und zack. Hä, was? Die meisten haben mehr Angst vor Spinnen? Hä, okay, aber Usti, Leute, lasst ein Like und Abo da. Bitte Like und abonnieren, Leute. Ah, ouch. Oh, Mann. Aber ich glaube, das liegt einfach nur daran, weil, naja, hier in Deutschland gibt es ja nicht so viele Schlangen, ne? Deswegen haben die meisten wahrscheinlich einfach viel mehr Angst vor Spinnen. Kann das sein? Ja, ganz genau, weil sie noch nie eine Schlange in deren Leben einfach gesehen haben. Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube eher, dass die Leute einfach denken, dass Schlangen halt nicht so gefährlich sind. Aber also ich muss ehrlich sagen, Spinnen ist auch voll gruselig. Natürlich Spinne, Usti. Okay, let's go. Okay, 5 Millionen zu 10 Millionen. Das wundert mich. Ich dachte, es wäre so ein Ding. So 7,5 zu 10. Eine Frage. Jo, erzähl mal. Wie viel Damage macht deine Gun nochmal? Meine Gun macht richtig viel. Aber Usti, ich würde sagen, lass mal hier direkt einmal nehmen. Also, was findest du schlimmer? Entweder den ganzen Tag nach nasse Jeans oder den ganzen Tag nassen Pullover? Ich sag den nasse Jeans. Den ganzen Tag nasse Jeans. Oh ja, ich würde auch Jeans sagen. Weil stell dir mal vor, Junge, dann kratzt die ganze Zeit deinen Hintern und so. Das wäre richtig nervig. Hä? Was? Leute, das macht doch gar keinen Sinn, Alter. Was? Als ob die meisten Kinder das nicht nehmen würden. Oh nein, Burger-Pommes, greif mich an. Das ist der Grinch, Leute. Ich kann den Grinch ab, Alter. Bam. Ich habe einfach den Grinch abgeknallt. Nimm das, Grinch. Nimm das, Grinch. Jo, Grinch, geh weg. Oh, ich habe den Grinch besiegt, Leute. Let's go. Okay, Usti, ich würde sagen, wo gehen wir rein hier? Was ist das hier vorne? Hä? Keine Ahnung. Was es jetzt ist. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, es war doch richtig, oder? Ich glaube, wir wurden einfach zum Anfang teleportiert. Nein, nein, nein. Ich glaube, es war doch richtig, Usti. Es war, glaube ich, einfach nur ein kleines Minispiel, oder? Wir schauen mal direkt. Und, nee, es war falsch. Okay, die meisten würden am liebsten, also finden den ganzen Tag nassen Pullover schlimmer, Leute. Lass direkt hier reingehen. So, 3, 2, 1 und... Ja, okay, ist ein knappes Ding aber. So, Freunde, auf geht's zur nächsten Frage. Wer würde einen Kampf gewinnen? Gorilla, also entweder du, Usti, oder ein Krokodil oder ein Löwe. Was nimmst du? Ich glaube einen Gorilla, weil es am stärksten ist und ich bin stärker. Ich sag ehrlich, ich habe auch einen Gorilla, weil ein Gorilla hat ja auch so ein bisschen menschliche Eigenschaften. Deswegen, ich würde sagen, ein Gorilla, aber ich glaube, die anderen Leute würden vielleicht sogar einen Krokodil nehmen. 110 also, Kilogramm. Ich glaube, ein Löwe hat keine Chance gegen ein Krokodil. Ich glaube, ein Krokodil hat auf jeden Fall eine Chance gegen einen Löwen. Nein, ein Krokodil. Ich gehe jetzt zu dem Krokodil. Na gut, ich gehe bei Gorilla rein. Let's go, Usti. Mal schauen, wer besser ist. Und was nimmst du? Nein, und bei mir es war richtig. Ich war richtig, Usti Gorilla. Haha, mich kannst du nicht tauschen. Skibidi, okay. Toilette ist bei mir. Usti, alles gut bei dir, Junge? Oh. Wow. Was ist die beste Mahlzeit? Frühstück, Mittagessen oder Abendessen? Großmahlzeit. Okay, Schildkrötengang. Also das ist jetzt echt eine interessante Frage. Ich würde sagen, Frühstück ist schon ganz geil, Mittagessen auch. Frühstück aber ist am die wichtigste geilsten Mahlzeit am Tag. Nee. Meiner Meinung nach ist auf jeden Fall Abendessen am geilsten. Stell dir vor, so schön 17, 18 Uhr, gönnst du dir schön was richtig Geiles, einen schönen fetten Döner. Und hey, die meisten nehmen das nicht, Usti. Hättest du das gedacht? Naja, ich schau mal direkt, wer mich hier angreift, Leute. Ich bin gewappnet mit meiner Waffe. Zombies! Ein Dinosaurier! Ich hab Zombies besiegt. Okay, warte mal, Usti, was hast du genommen? Frühstück? Ja, hab ich. Okay, dann müsste ja Mittagessen das Richtige sein. Let's go, einmal geht's rein in Mittagessen und... Boom, ey! Okay, Mittagessen war richtig. Alter, Schildkrötengang. Was würdet ihr nehmen? Frühstück, Mittagessen oder Abendessen? Die nächste Frage. Was ist der beste Kürbis? Entweder A, B oder C? Ich würde sagen A, weil das ist ja der Standardkürbis, oder nicht, Usti? Oh ja, ganz genau. Nein, nein, den, weil bei Halloween muss ja böse und gruselig sein. Da hast du auf jeden Fall recht. Na gut, ich würde sagen, Usti, du hast mich überzeugt. Let's go. Lass da direkt einmal reingehen und mal schauen, ob Usti recht hatte. Ja, Usti, du
hast tatsächlich recht, du hast recht. Bei Halloween muss man ja richtig gruselig sein, ne? Deswegen wird da wahrscheinlich das so. Genau. Ich sag ganz ehrlich, Halloween ist echt schon ein bisschen komisch, ne? Okay, ich würde sagen, weiter geht's. Was ist der beste Goldfisch? Komet, Bubbleaug oder Ryuki? Auf jeden Fall Komet, auf jeden Fall, hundertprozentig. Das ist ja der Standard-Goldfisch und den liebe ich am allermeisten. Let's go. Ich bin ja auch Schildkröten-Experte, Leute, wie ihr wisst. Deswegen, ja, ich find's auf jeden Fall cool. Oh, schau mal, ich schwimme hier einfach raus, einfach rum. Okay, weiter geht's direkt. Oh, let's go. Hä, hier vorne. Okay, das Schlimmste, was man im Dunkeln machen kann. Entweder Fang spielen, gruselige Musik spielen oder Fernseher ansehen. Ich würde sagen, gruselige Musik oder nicht? Ja, gruselige Musik oder am besten gar keine Musik. Oh ja, ganz genau, Leute. Ich würde sagen, wir gehen mal hier rein mit gruselige Musik und ich glaube, es ist falsch. Oh, nee, es war richtig. Let's go. Gruselige Musik, Leute. Am besten keine Musik, ja. Okay, weiter geht's direkt einmal. So, ich würde sagen, rechts oder links. Wir gehen links lang. Okay, was ist das beste Gemüse, lieber Usi? Was würdest du nehmen? Entweder ist es Antwort A. Hier richtig geile Karotten, Brokkoli oder Mais. Meiner Meinung nach auf jeden Fall Mais. Warum, was nimmst warum du? Sind bitte keine Bananen dort, auch wenn das Früchte sind? Usi, Bananen sind ist Obst, weißt du deswegen. Okay, ich würde auf jeden Fall hier einmal Mais nehmen. Let's go. 3, 2, 1, let's go. Und ich hatte auf jeden Fall recht. Leute, ich finde Mais richtig geil. Einfach so einen schönen Maiskolben, Leute, mit ein bisschen Salat. Schmeckt schon lecker, oder nicht? Oh ja, ganz genau, da hast du recht. Und ist richtig? Richtig, richtig lecker. Oh yeah. Was ist die beste Eisart für Getränke? Entweder Würfel, Halbmond oder Nugget. Ich würde auf jeden Fall Würfel nehmen, Leute. Eiswürfel sind das Wahre. Let's go. Okay, wir rutschen einmal rein und es war auf jeden Fall richtig. Ey, Usi, wir haben guten Lauf, ne? Gerade machen wir irgendwie alles richtig, oder nicht? Oh ja, ganz genau. Lass mal probieren, alles direkt richtig zu lernen. Oh ja, das ist jetzt unsere Challenge. Let's go, Leute. Das Video endet, wenn wir einen Fehler haben. So, ich würde sagen, weiter geht es einmal hier. Also, das gruseligste Monster. Vampir, Werwolf oder Zombies? Zombies, ich würde sagen Zombies. Zombies, hundertprozentig. Oh ja, ich denke auch. Oh ja, die sind einfach auch gehen wir mal rein bei Zombies und... Aber obwohl Vampir... Nee, Zombies, ja. Zombies ist auch richtig... Junge, stell dir mal vor, Zombie kommt und frisst dich einfach auf. Alter, das wäre schon gruselig. Ein Vampir ist ja noch cool, das stirbst du nicht direkt. Aber ein Zombie ist schon heavy. Okay, ich würde sagen, Leute, hier vorne kann man direkt weitergehen. So, babarabara. Hier vorne. Was ist der beste Ort zum Schwimmen? See, Ozean oder Badewanne? Was nimmst du, Usi? Ich finde, See ist doch ein bisschen dreckig und so. Und Ozean am Strand ist doch schön, oder? Nee, eigentlich Badewanne, weil da ist alles sauber. Ich würde sagen, Usi, ich würde eher Ozean nehmen. Oh Mann, ich nehme schon mal See. Warte, du nimmst See? Okay, Usi, sag Bescheid, ob das richtig oder falsch ist. Ja, weil ich habe das Gefühl, dass das falsch ist. Es ist falsch. Ich wusste es. Ozean wird das Richtige sein. 3, 2, 1 und... Weil der Strand, Leute, ist so geil. Oh ja. 3,8 Millionen und 1 Million Leute wollen in der Badewanne schwimmen. Ich glaub's nicht. Okay, warte mal. Exit? Ich glaube, wir sind durch, Usi, oder nicht? Warte, lass mal hier mal schauen. Wo geht's hier hin? Und... nee, ich bin hier in irgendeinem Ort. Ah, jetzt gibt's einfach 4 Fragen. Okay, bester Geschmack. Entweder Bonbons, Leute. Dann Zucker, also salzig, sauer oder würzig, Leute. Das ist kein... Das Salz meine ich, Leute. So, also entweder Zucker, Salz, sauer oder würzig? Ich würde sagen süße, oder nein, nicht? Nein, 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 Zucker, weil alles, was du isst von Süßigkeiten, ja, mit deswegen Zucker, meine ich Bananen doch. Und alles sind oh mit ja, Zucker. Ganz genau. Okay, war richtig, Usi. Nächste Frage. Löwe mit dem coolsten Haar. Ich würde sagen, auf jeden Fall A, Leute. Tschüss. Schaut euch mal A an, Junge. Obwohl, ich würde sagen B vielleicht, oder nee, C sieht am coolsten aus. Ich nehme C. 3, 2, 1, let's go. Und es war richtig, 2 Millionen. Alter, also, ich habe voll den guten Lauf. Okay, weiter geht's, Usi. Leute, neue Challenge. Das Video endet, wenn ich einen Fehler mache. Die besten Chips, entweder Fritos, Cheetos, Tostis oder Doritos. Ich würde sagen, Cheetos sind zwar ganz geil, Doritos auch, Leute. Hm, was nehmen wir, was nehmen wir, was nehmen wir? Ich würde sagen, Cheetos, oder? Cheetos. 1, 2, 3 und ich glaube, die meisten nehmen Cheetos und nein, es war falsch. Schildkröten-Gang, lasst ein Like und ein Abo da. Hier rechts, links findet ihr noch weitere extrem coole Roblox-News. Oh, und ja, Leute, ich erfriere einfach. Drückt aufs nächste Video drauf. Let's go. Autsch.